Freunden zusammenarbeitet oder bist du da so ein bisschen, machst du da Unterschiede? Also zuerst habe ich mal Mühe mit diesem Begriff kommerzielle Gewerbung. Also das ist mal das Erste. Ich sage, unser Verein, wir wollen das ein bisschen auch ausdehnen oder erweitern, dass wir sagen, wir sind nicht staatlich subventionierte Kunstorte. Also man muss das schon sehen, oder? Wir kämpfen immer gegen dieses Image an, es gibt die großen Galerien Hauser und Wirth und Saatchi und wie man die kennt, und dann sagt man, das sind jetzt diese Geldmaschinen, das sind diese Kapitalisten und da wird jetzt das große Business gemacht. Aber dass die meisten Galerien und auch Galerien, die ganz wichtige Galerien sind, auf dem internationalen Parkett, immer ums Überleben kämpfen eigentlich, weil sie eben unabhängig sind, weil sie alles aus eigener Substanz erwirtschaften müssen, das vergisst man immer. Und das stört mich stark. Dann. Das heißt immer, Kommerz sind die Bösen und die quasi die Off-Räume sind die Lieben. So einfach ist es nicht, aber das dann für ein anderes Fach lässt, können wir da ein bisschen drüber sprechen. Was ich einfach sage, ist, alle machen ja schon mit beim Galerienwochenende. Der Verein Berner Galerien, den gibt es jetzt seit über 20 Jahren und seit über 15 Jahren gibt es das Galerienwochenende. Da war Bern visionär, also vor den Zürchen und den Basel gab es eine gemeinsame Eröffnung oder ein gemeinsames Wochenende, immer im Januar. Und das machen jetzt alle auch in Basel und Zürich, also die Berner sind nicht eben so langsam. Und alle machen ja mit dort, also alle, die nicht im Verein dabei sind, öffnen ja auch an diesem Wochenende, weil sie eben gemerkt haben, ja, wenn die diese PR-Trommel anwerfen, dann kommen die Leute auch vorbei. Und deshalb sage ich nicht, wir wollen die alle einbeziehen, wir sind ein Verein, wir haben jetzt im Moment 13 Mitglieder. Wir sind daran, den Verein ein bisschen zu öffnen und auszuweichen, das ist ganz klar. Aber dass wir jetzt da aktiv werden, glaube ich nicht. Wir gehen eher noch einen Schritt weiter, dass wir jetzt im September jeweils noch eine gemeinsame Abendöffnung machen. Also das ist jetzt das erste Mal ausgeplaudert. Es gibt eine Soiree der Berner Galerien, 14. September, wo wir dann sagen, zusammen, jetzt machen wir noch im Herbst einen Anlass. Weil das bringt uns Leute, das bringt Publikum in die Stadt. Und wenn dann der Progger offen hat, Kunsthalle und so weiter, ist uns doch egal. Je mehr, desto besser, denn dann kommen wir mehr Leute. Ich möchte den Begriff von kommerziellen Galerien und Off-Galerien nicht allzu stark betonen, aber ich möchte dich doch noch fragen, ist es einfach ein Off-Space neben einem sogenannten kommerziellen Galerien zu führen? Ja, ich weiß gar nicht, wie fest mich das interessiert. Also noch zum Thema, in deinen Worten, Bernhard Schwinzer, kommerziell gleich schlecht mich, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde nicht, dass eine Kommerzialität nur wertend oder schlecht oder weiß nicht was ist, das vielleicht habe ich es einfach so rausgehört. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass eine Galerie, die kommerziell ist, die gute Ausstellung macht, die eine gute Galerie betreibt, das finde ich enorm positiv. Also, und ich glaube schon, dass eine Galerie einen gewissen schon, vielleicht ist das ja nur der Ausdruck dieses Kommerziellen, weil sie über diese Kunstwerke eigentlich existieren. Und der Offspace, ich komme ganz nur kurz darauf zurück, macht das im Prinzip nicht, sondern der lebt oder existiert von institutionellen Geldern. Ist das rein thematisch. Wow. Und ich glaube, für uns, zum Beispiel jetzt gerade in der Situation von Bern, wir sind ja noch nicht mal am Thema, für uns heißt dieser neue Ort mal primär ein neues Konzept. Also Marx-Blond wird sich verändern, ganz klar. Es ist nicht mehr die gleiche städtebauliche Situation wie in der Lenggasse, es wird eine neue Situation geben. Und da müssen wir uns zuerst konzeptionell in der Gruppe auf diese neue Situation eigentlich mal niederlassen und suchen, was wird dort verändert. Ich kann auch heute Abend gar nicht viel Auskunft geben zu diesem, was das genau wird. Also ich kann höchstens dann Ansätze erzählen, was wir vorher, deine Ansätze. Dass ich neben Bernhard bin, dass ich neben dem Brogge bin, neben einer Aktivität, wo es um Kunst geht, aber um eine verschiedene Disziplinen in der Kunst, das befruchtet mich eigentlich. Also ich freue mich enorm, also diesen Schritt hier an die Speichergasse zu machen. Also ich meine, gerade der Brogge, die Stadtgalerie, gerade die Arbeit von Noah, finde ich diese zweite Installation, ich habe mich ja, ich sage das nicht so laut, fast versöhnt mit diesem Ort, mit dieser Installation der Stadtgalerie, das schon Beate gesagt. Also da finde ich schon, gibt es ganz große Motivation.
Also, wir sind ein unabhängiges Projekt, ein Offspace und versuchen unabhängig zu bleiben. Und wenn wir näher kommen in die Mitte aller verschiedenen Kunstinstitutionen, Galerien, ich glaube, das ist doch kein Problem. Also auf diese Nachbarschaft, da freue ich mich enorm. Und wie man das dann handelt, also diese Frage der Venissage, ich meine, da ist die Visage uns voraus, wir haben noch nie über das gesprochen. Gibt es da dann eine Abstechung, gibt es sie nicht oder whatever, ich weiß es noch nicht. Also ich bin noch nicht mal so weit. Also, aber die Nachbarschaft, also wo es um Kunst geht, finde ich eigentlich positiv, aber es ist für mich, ja. Da hätten wir dieses Gespräch eigentlich erst in ein paar Monaten führen können, um solche Blogs zu lumpen. Ja, aber einfach so, also um zu sagen, wir haben hier Proge Artist in Residence. Am letzten Donnerstag war eine Vernissage bei Max Blond. Was habe ich gemacht? Ich habe 6 Leute mitgezogen und wir sind dort vor dem Kiosk gestanden, verschiedenste Künstler aus Kairo und Polen und Bern halt haben sich kennengelernt und hinterher waren wir dann noch privat zusammen. Dadurch entstehen viele Sachen und da gibt es Bezüge. Also ich denke, der Künstler, der Verdi ausstellt, der könnte genauso gut auch eine Stadtverdi-Ausstellung machen oder bei Bernhard Bischoff vertreten sein, die Arbeit würde anders aussehen. Was ja teils auch genau. Schon der Fall ist. Genau. Und teilweise gibt es ja diese Vermischung auch, dass da ja die Kunstwelt in Bern gar nicht so groß ist, dass es da verschiedenste Formen gibt. Ich finde immer wieder